In der kommenden Vorlesung möchte ich Ihnen den Begriff der inneren Spannung einmal nahebringen, also innere Spannung, mit denen wir alle möglichen Materialien von ihrer mechanischen Seite beschreiben. Ja, und dazu erstmal die wichtige Konvention: innere Spannung. Spannung sind Kraft pro Fläche. Und innere Spannung, und dazu nehmen wir immer erstmal einen Quader uns vor und schauen uns da die inneren Spannungen an. Die inneren Spannungen beschreiben alle möglichen inneren Kräfte in einem Material. Wir schauen uns das für einen Quader an. Wir haben in einem Quader erstmal grundsätzlich drei Arten von Begrenzungsflächen, und zwar Begrenzungsflächen wie diese grau schraffierte hier, die einen normalen Einheitsvektor in minus x-Richtung hat. Das heißt, der normalen Einheitsvektor auf der grau schraffierten ZY-Fläche geht in minus x-Richtung. Und dann haben wir auf der anderen Seite ebenfalls eine Fläche, deren normalen Einheitsvektor ebenfalls in x-Richtung zeigt, aber in plus x-Richtung. Das wären die Flächen, die mit einem normalen Einheitsvektor in x-Richtung sind. Ganz genau, der Grundfläche hier und der Deckel hier oben, die haben einen normalen Einheitsvektor in z-Richtung. Und zwar der Deckel hier hat einen normalen Einheitsvektor, der in die plus z-Richtung geht, und der Boden unseres Quaders hat einen normalen Einheitsvektor, der in minus z-Richtung geht. Ja, und die letzte Fläche sollen Sie sich selbst beschreiben. So, wenn ich jetzt Spannungen betrachte in so einem solchen Quader, dann können also auf dieser Fläche hier, nehmen wir den Deckel uns vor, Kräfte in x-Richtung auf den Deckel wirken, das sind dann Scherspannungen, in y-Richtung, das sind logischerweise ebenfalls Scherspannungen, oder normal zur Fläche, und das sind dann Normalspannungen, das wären dann die z-Richtung. Ja, und auf dieser Fläche, auf diesem Quader führen wir jetzt folgende Konvention ein: wir beschreiben diese Kräfte pro Fläche, also Sigma, Kraft pro Fläche, durch einen ersten Index, der den normalen Einheitsvektor der Fläche beschreibt. Das heißt also, auf dieser Deckelfläche ist das immer ein Z. Und der zweite Index beschreibt die Richtung der Kraft. Und in diesem Fall wäre das eine Kraft, die in Z-Richtung wirkt. Das heißt, die entsprechende Spannung ist die Sigma-ZZ-Spannung. Wenn eine Kraft als Scherspannung auf dieser Fläche wirkt, dann ist es auf dieser Fläche mit dem normalen Einheitsvektor Z eine X-Kraft, also eine Sigma-ZX-Spannung und so weiter und so weiter. Sie sehen auch irgendwo, wenn Sie sich das Bild anschauen, ist ein Fehler drin in den Indizes. Suchen Sie ihn selbst heraus, dann sehen Sie an der Stelle auch, ob Sie es verstanden haben. Das wären also die Spannungen auf einem Quader. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir die Kräfte insgesamt, die nun auf diesen Quader wirken, zusammen oder berechnen wollen. Das ist der erste Schritt. Wie viele Kräfte oder welche Kräfte wirken in X-Richtung, welche Kräfte wirken in Y-Richtung und welche Kräfte wirken in Z-Richtung. Dann wollen wir diesen Quader gegen immer kleiner werden lassen, gegen Null gehen lassen. Dann haben wir die Kräfte auf einen unendlich kleinen Punkt. Und wenn wir einen beliebigen Körper beschreiben wollen, wie zum Beispiel den Schwamm hier, der nicht mal quaderförmig ist, weil hier fehlt irgendwas, dann müssen wir am Ende die Punktkräfte über dieses Kontrollvolumen integrieren. So die Vorgehensweise. Ja, also wir haben soeben eingeführt einen Spannungstensor, den wir in der Summationskonvention als Sigma IJ bezeichnen. So, und der besteht eben aus Sigma XX, Sigma XY und Sigma XZ und so weiter. Also alle die neuen Möglichkeiten, die wir hier haben, sind zu einer Matrix zusammengepasst. Und wenn wir Kräfte oder wenn wir physikalische Größen als Matrix beschreiben, dann bezeichnen wir sie auch als Tensor. Physikalische Kräfte in Matrix-Schreibweise bezeichnen wir auch als Tensor. In der Mathematik oder in der Tensormechanik gibt es dann auch noch andere Definitionen eines Tensors, die auch 0, 1 oder 2 oder 3-dimensionale Tensoren beschreiben. Das wäre ein sogenannter Tensor zweiter Stufe. Ja, wenn ich jetzt die Kräfte bestimmen möchte, wenn wir diese Konvention benutzen, die also auf
irgendeiner Fläche wirken, dann muss ich einfach diesen Spannungstensor von links mit dem flächennormalen Einheitsvektor multiplizieren. Wenn wir das tun hier, in diesem Fall würden wir über I summieren, entsteht das dann. Und Sie sehen hier dann sehr schön, dass dann entsprechend alle Kräfte auf diese Fläche, also immer nur auf die x-Fläche oder beziehungsweise nx hier mit dem Sigma xx, nx hier mit dem Sigma xy, also immer die erste steht dann hier entsprechend mit dem entsprechenden n-Anteil. Ja, und wenn Sie das verstanden haben, dann können Sie diese Übungsaufgabe machen. Halten Sie sich also hier die Vorlesung an und versuchen Sie einmal, ob Sie diese Übungsaufgabe hinbekommen. Die machen wir dann im Anschluss daran. Ja, nun kommen wir zu den Kräften. Kräfte ist Spannung pro Fläche, Spannung mal Fläche, Spannung mal Fläche. So, und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wenn wir eine Kraft in irgendeine Richtung I betrachten wollen, müssen wir alle drei Flächen nehmen. Also unser Quader wird von 6 Flächen umrahmt. Das heißt, wir fangen mal mit den YZ-Richtungen an. Das wäre die YZ-Richtung. Und hier ist eine zweite YZ-Richtung. Hier ist der normalen Einheitsvektor in Kraftrichtung und hier ist der normalen Einheitsvektor entgegengesetzt zur Kraftrichtung. Normalen Einheitsvektorzeichen gehen immer raus aus dem Kontrollvolumen. Das heißt, wir müssen die Spannung auf dieser Fläche, die ich mal Sigma ZI2 oder XI2 genannt habe und diese und mit einem positiven Vorzeichen versehen und diese hier mit einem negativen Vorzeichen. Das steht dann hier entsprechend für die YZ-Fläche, hier für die XZ-Fläche und hier für die XY-Fläche. Das wird dann also alles entsprechend aufaddiert. Damit haben wir alle 6 Flächen. Wir sehen hier jeden Anteil der I-Kraft in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Termen. Im nächsten Schritt wollen wir zum Punkt übergehen. Das heißt, wir erweitern diesen Term mit Delta x und teilen hier durch Delta x. Den zweiten Term nehmen wir mit Delta y und teilen durch Delta y und diesen mit Delta z und teilen durch Delta z, was dann hier entsprechend steht. Ja, und dann steht hier vorne nichts anderes als das Volumen unseres Quaders, was ich hier ersetzt habe. Ja, und hier steht nichts anderes, wenn wir jetzt letztendlich das Volumen, also Delta X, Delta Y und Delta Z gegen 0 gehen lassen, stehen hier die Ableitung. Und das habe ich hier dargestellt. Wenn wir also ein unendlich kleines Volumen haben, dann bestellt sich die Gesamtkraft in dieser Form dar. Logischerweise ist die Gesamtkraft dann auch sehr klein, wenn das Volumen gegen unendlich geht. Das ist die Gesamtkraft, die wir durch diesen Spannungstensor dann letztendlich beschrieben haben. Und in der Einsteinschen Summenkonvention steht hier xx in der ersten Stelle, yy hier an der ersten Stelle und zz hier. Das heißt, wir können es durch ein j ersetzen. Ja. Ich möchte einen weiteren Begriff einführen, die sogenannte Kraftdichte. Kraftdichte ist Kraft pro Masse, Kraft geteilt durch Masse. Wir haben diese Kraftdichte oder diese Kraft der inneren Spannung, wenn wir das jetzt durch die Masse teilen. Masse ist Volumen mal Dichte. Masse ist Volumen mal Dichte, dann ist die Kraftdichte dieser Spannung 1 durch Rho d Sigma I j nach dxj. Und dann können wir insgesamt dann unsere Kraft beschreiben als das Integral, und hier müsste ja das Integral über das Volumen, das ist dann entsprechend die Gesamtkraft. Auf der anderen Seite haben wir nach dem Gaußschen Integral oder beziehungsweise können wir auch unsere Kräfte dadurch bestimmen, dass wir alle Spannungen über das Kontrollvolumen auf dem Rand integrieren. Das heißt, wir nehmen alle diese Kräfte und integrieren alle Kräfte im Kontrollvolumen über den Rand, was nichts anderes ist als die Summation über den Rand. Und damit haben wir hier einen interessanten Satz stehen. Wir haben eben unsere Kräfte über diese Infinitesimalisierung hergeleitet und sind auf diese Form gekommen. Und wenn wir sie einfach über den Rand integrieren, dann bekommen wir diese Form für die Kräfte. Und wenn wir das mal beides aufschreiben, dann haben wir hier nichts anderes als den Satz von Gauss bewiesen. Den Satz von Gauss für einen Tensor. Wir können also entweder
die Ableitung oder die Divergenz des Tensors hier an der Stelle über das gesamte Volumen integrieren. Oder wir können über den Rand des Kontrollvolumens die Spannung selbst integrieren. Hier hinten steht nichts anderes als der Satz von Gauss. Und damit ist der an der Stelle auch beschrieben. Ich möchte nun zu den Bewegungsgleichungen, wir haben jetzt die einzelnen Kräfte beschrieben, wir können jetzt nun die Bewegungsgleichung aufstellen. Die Bewegungsgleichung ist erstmal der Trägheitsterm, das heißt, wie ändert sich der Impuls im Laufe der Zeit, und Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Die Masse können wir darstellen als das Integral der Dichte über unser Kontrollvolumen, das heißt, das ist der Trägheitsterm. So, und dann wollen wir diesen Trägheitsterm innere Spannung zu, die Kräfte durch innere Spannung einfügen, das ist dieser Term. So, also das heißt, durch innere Spannungen ändert sich der Impuls in dieser Art und Weise. Ja, und dann können wir noch äußere Kräfte berücksichtigen, wie die Gravitationskraft und ähnliches. Die äußeren Kräfte möchte ich jetzt mal durch ein Fi bezeichnen. Und Fi, also die Kraftdichte einer äußeren Kraft, Kraftdichte mal Dichte genommen, ergibt und integriert über das Volumen, ergibt dann letztendlich eben die äußere Kraft, die Wirkung der äußeren Kraft. Dann haben wir also insgesamt für ein beliebiges Kontrollvolumen wie diesen Schwamm folgende Bewegungsgleichung zu lösen. Ja, und das letzte Ziel unserer Herleitung ist nun, und dann sind Sie auch fertig mit den Gleichungen für innere Spannung, ist, wir wollen die Integration über das Kontrollvolumen canceln. Das machen wir folgendermaßen. Wir müssen erstmal die Zeitableitung in das Integral ziehen. Und dann steht überall ein Integral über das sich unter Umständen bewegende Kontrollvolumen, weil das ist ja unser Schwamm. Und dann steht überall das Integral draußen, und dann können wir dieses Integral gegen Null gehen lassen oder beziehungsweise es einfach weglassen. Wenn es so klein ist, dass sich der Integrant nicht mehr ändert, dann können wir es weglassen. Und dann haben wir die infinitesimalen Bewegungsgleichungen. Also reinziehen kann man dieses Integral, und das ist etwas schwierig. Und zwar deshalb, weil ja unser Kontrollvolumen kann sich ebenfalls bewegen. Das ist ja unser Schwamm. Und dafür müssen wir dann das sogenannte Reynoldsche Transporttheorem anwenden. Das Reynoldsche Transporttheorem besagt, dass wir eine Zeitableitung unter ein zeitveränderliches Integral ziehen können, wenn wir einen weiteren Term berücksichtigen, und der steht hier. Wenn wir einen weiteren Term berücksichtigen, der steht hier, das möchte ich an der Stelle nicht beweisen. Dazu mache ich vielleicht nochmal ein eigenes Video zum Thema Reynoldsches Transporttheorem. So, und dann kann ich das reinziehen. Ja, und jetzt an der letzten Stelle steht jetzt überall ein Volumenintegral außen, und das kann ich dann dementsprechend weglassen, oder ich kann, das macht man dadurch, dass man gedanklich dieses Volumen gegen Null gehen lässt, dann ist der Integrant konstant, kann vor das Volumen gezogen werden, dann können wir es wegstreichen und wir bekommen diese Bewegungsgleichung. Zusammen mit der Massenbilanz, die wir schon hergeleitet hatten, ergeben sich die sogenannten Cauchyschen Bewegungsgleichungen als Grundform aller Bewegungsgleichungen der Kontinuumsmechanik. Das einzige Problem, was wir haben, und das ist natürlich das Hauptproblem, ist jetzt die inneren Spannungen zu beschreiben. Diesen Term müssen wir jetzt für jedes Material, also sowohl für einen Feststoff als auch für irgendwas dazwischen, vielleicht ein viskoelastisches Material oder für ein Fluid beschreiben. Und dann bekommen wir die Bewegungsgleichung der Strömungsmechanik oder der Festkörpertheorie oder der Elastizitätstheorie oder was auch immer Sie haben wollen. Aber diese Gleichungen sind sehr, 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 sehr allgemein. Sie beschreiben jede Bewegung eines beliebigen Festkörpers und sind deswegen die Grundgleichung der Kontinuumsmechanik. Wir werden also in den nächsten Vorlesungen uns anschauen, wie, wenn wir hier Viskosematerialien berücksichtigen, wir die Cauchyschen Gleichungen in die Navier-Stokes-Gleichungen überführen. Oder wenn wir hier elastische Stoffe berücksichtigen, dann werden diese Bewegungsgleichungen zu den sogenannten Lameschen Gleichungen der Elastizitätstheorie. Eine letzte kleine Herleitung hier an der Stelle. Manchmal findet man die Bewegungsgleichung auch in dieser Form, die hier unten steht. Und der Unterschied ist ganz einfach. Ich will es Ihnen einmal zeigen. Wenden Sie auf diesen Term die Produktregel an. Dann steht hier einmal d rho nach dt mal vi plus vi mal d rho plus rho mal dvi nach dt. Hier wenden wir ebenfalls die Produktregel an. Und zwar, wir packen das vj nach vorne. Das vj nach vorne, also wir wenden einmal auf den Term, dann steht vj vorne, rho mal vi, und einmal rho mal v
ja, um mal VJ und dann steht hier VI drin. So, und dann vergleichen wir das damit. Dann steht hier einmal dRho nach dt und einmal das nach dxj und dann können wir das herausnehmen. Und dann führt das zu dieser Gleichung, das ist die klassische. Probieren Sie es bitte selbst, dass Sie es herleiten können, dann durch die Dichte teilen und dann bekommen wir das. Das ist die konservative Form, mit der ich mittlerweile lieber arbeite. Und das ist die nicht konservative Form der Impulsbilanz, die man aber auch immer wieder in der Literatur findet.